Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Beim letzten Mal haben wir die letzten Informationen zu Wilhelm von Montferrat eingeholt und wollen mit Hilfe dieser Informationen nun unser Attentat auf ihn durchführen. Ich gehe lieber unten lang. Sollte nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Und wir wollen uns ja vor dem Attentat möglichst nicht zeigen, ne? So, auf jeden Fall, Wilhelm von Montferrat. Welche Informationen haben wir über ihn? Wir wissen, dass König Richard, Richard Löwenherz, momentan bei ihm zu Besuch ist. Das war aus Versehen. Entschuldigung, ich wollte doch nicht auffallen. Momentan bei ihm zu Besuch ist, aber heute wieder abreisen wird. Und wir wissen, jedes Mal, wenn Richard Löwenherz ja abreist, dann macht er zuvor noch einmal den guten Wilhelm zur Schnecke, mehr oder weniger. Und weil er darüber eigentlich in der Regel immer recht sauer ist, sag ich mal, macht Wilhelm seine Männer daraufhin er macht sie zur Schnecke, um sich ein bisschen abzureagieren. Und genau das sollte der Zeitpunkt sein. Genau in diesem Moment ist er etwas, ja, unaufmerksam. Genau das ist der Zeitpunkt, wenn wir ihn eliminieren. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kommen wir zu Wilhelm von Montferrat? Wir wissen, er wird in seiner Festung sein. Und in diese Festung wurde uns gesagt, kommen wir womöglich über ein vergessenes Gerüst. Denn vor der Festung wurde ja, wie gesagt, scheinbar ein Gerüst vergessen. Und über dieses können wir wohl in die Festung eindringen. So, und die letzte Information, die wir noch haben, bezieht sich auf die Flucht. Wir wissen, wenn Wilhelm von Montferrat eliminiert wurde, dann wird der Stadtalarm ja ausgelöst. Und wenn dieser ausgelöst wird, wird das Tor zur Festung geschlossen. Das heißt, wir können nicht mehr durch das Tor entfliehen, sondern müssen über die Burgmauern fliehen, wurde uns gesagt. So, die muss ich jetzt leider ignorieren, denn sonst habe ich ein ziemliches Problem. So, und da vorne ist schon die Festung. Ja, dann schauen wir doch mal. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Okay, da geht er jetzt also hin. Seine Männer ein bisschen, ja, zur Schnecke zu machen. So, wir könnten ihm natürlich jetzt direkt folgen, aber es wurde ja gesagt, dass sie heute ziemlich wachsam sein sollen. Das heißt, wir würden auffallen. Von daher würde ich sagen, nutzen wir unsere Informationen und gehen über das Gerüst, das hier vergessen wurde. Wurde uns ja gesagt. Also, auf hoch. Und mal gucken, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Nicht, dass er mit dem zur Schnecke machen seiner Männer schon fertig ist. Bis wir ankommen, das wäre auch nicht schlecht. Aber bisher lief alles nach Plan. Richard ist gegangen und hat ihn, wie zu erwarten war, ja, ein bisschen runtergemacht. Und er ist jetzt wütend. So, ich muss aber aufpassen. Bogenschützen. Keine Bogenschützen. Jetzt ist die Frage, links oder rechts lang?
Ich glaube, fast rechts sollte kürzer sein. Aber immer aufpassen auf Bogenschützen. Ist hier einer? Ja, da ist nämlich genau einer. Okay, schnell eliminieren, bevor er uns bemerkt. Aber er soll... Ja, der guckt, glaube ich, nur nach draußen. Er passt halt auf, dass draußen keiner kommt. Hat er nicht ganz genug aufgepasst, habe ich das Gefühl. So, abwärts. Alles ganz leise. So, ist hier ein Bogenschütze? Ja, Tatsache. Okay, sobald der sich wieder umdreht, war es das für ihn. Das heißt jetzt. Zack. Na also, gut, weiter geht's. So, dann steht doch bestimmt hier auch ein Bogenschütze. Ja, natürlich. Aber der dürfte auch nur nach draußen gucken dann, hoffentlich. Sonst habe ich jetzt ein ziemliches Problem. Aber nein. Auch den sollten wir eliminieren können. So, das ging doch alles schon mal ziemlich gut. Bisher noch nicht entdeckt. Na gut, schauen wir weiter. Gut, da vorne kommen wir nicht durch. Das heißt, wir klettern mal hoch. Erstmal gucken, ist da oben ein Bogenschütze drauf? Nee, ist ja schon mal gut. So, haben wir hier Bogenschützen. Ja, eins. Oh, eine ganze Menge. Ich glaube, hier den Weg können wir vergessen. Ich glaube fast, wir gehen hier unten lang. Sollte sicherer sein. Wir gehen hier unten lang. Und, oh Gott, da haben wir auch zwei Bogenschützen. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier unten lang, eliminieren den vorderen und den hinteren. Und dann sollten wir schon ziemlich nahe bei Wilhelm sein. Die da oben sollten uns von hier unten, sollten uns hier unten ja eigentlich nicht sehen. In der Regel. Wenn er sich erneut hier zeigt. Wer ich? Warum ich? Ich glaube, den da drüben eliminiere ich schnell mit Wurfmessern. So, okay, der da drüben, wie bewegt er sich? Ich hoffe, der sieht den, die Leiche jetzt nicht. Das wäre natürlich schlecht für mich. Na, siehst du die Leiche? Du siehst die Leiche nicht. Du siehst die Leiche nicht. Du siehst die Leiche nicht. Doch, er sieht die Leiche, oder? Ja, er ist alarmiert worden. Aber er dreht sich wieder um. Ja. Schlecht für ihn, würde ich sagen. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden und Mängel zu erblicken. Ich fürchte, wir sind faul und träge gebaut. Wir sind euch ergeben. Warum sagt ihr das? Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ich war nachsichtig. Aber jetzt nicht mehr. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mahl oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exzept mit den beiden muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Sind die von Richard oder was? Auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Ach so, okay. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Nein, sicher nicht. Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf dass eine Ausbreitung verhindert werde. Habt ihr mich verstanden? Ja, mein Herr. Natürlich. Zu eurem Befehl. Gut, gut. Dann kehrt zurück auf eure Posten, erfüllt von neuem Pflichtbewusstsein. Seid stark, seid auf der Hut und wir werden obsiegen. Zaudert und ihr werdet das Schicksal dieser Männer teilen. Dessen seid euch sicher. Wegtreten. Oha. Gut, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn die jetzt wegtreten, dann ist er alleine. Dann holen wir uns ihn mal. Kann ich hier nicht runterklettern? Komm schon, ich muss hier runter. Jawohl. Und das war's dann mit dir, Wilhelm von Montferrat. Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser.
geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Okay, das hat erstmal ganz gut geklappt bisher. So, jetzt müssen wir nur noch wieder weg hier. Gut, wir wissen, wir können es vergessen, durch die normalen, durch das normale Tor zu gehen. Wir werden uns direkt versuchen, irgendwie auf die Burgmauern hochzumachen. So, da drüben ist auch eine Leiter. Ich weiß, dass da noch Bogenschützen oben waren. Aber die sollen mich jetzt mal nicht interessieren und versuchen dann irgendwie von diesen Burgmauern hier, Festungsmauern runterzukommen. Hier sind Tauben, das heißt, ich kann hier irgendwo in einen Heuhaufen. Na also. Ja, das Attentat lief doch ziemlich gut. Oh, verdammt, warum sehen die mich noch? Okay, weg. Das Attentat lief ja prinzipiell erstmal gar nicht so schlecht. Selbst die Flucht hat ganz gut geklappt. Hoffe ich doch zumindest. Also noch bin ich ja nicht geflohen. Zumindest haben wir es unentdeckt geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Und zack. Gut, aber was Wilhelm wieder gesagt hat. Wir sind gar nicht die Guten, wie wir immer glauben. Alter, was macht der denn da oben? Ja, er ist bestimmt in einen anderen Stadtbezirk geflohen, ja. Er hat auch wieder gesagt, sie sind eigentlich die Guten mit dem, was sie hier tun. Alter, ihr hattet ja schon beim letzten Attentat so ein bisschen das Gefühl, dass das, was er tut, vielleicht gar nicht ganz so richtig ist. Weil alle die wir töten, scheinen ja das Gefühl zu haben, dass sie für die gute Sache gearbeitet haben. Und eben nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht haben und jetzt für ihre Missetaten bestraft wurden. Das ist schon etwas seltsam. Und wie gesagt, wir wissen noch... Ach scheiße, da muss irgendwo ein Bogenschütze sein, der mich gesehen hat. Und wie gesagt, wir haben noch gesehen, dass Wilhelm von Montferrat scheinbar noch mit irgendjemandem zusammenarbeitet, der irgendwas am Hafen zu tun hat. Das sollten wir auch nochmal herausfinden. Aber wie gesagt, wir kehren dann erstmal zurück zu Al-Mualim und hören, was er zu sagen hat. So, der hat ja gar keine Chance, mich einzuholen, der Typ. Ach, der hat aufgegeben, schön. Vielleicht ist er auch einfach irgendwo runtergefallen. Es läuft doch ganz gut, das Fliehen. Es sind weniger Bogenschützen hier oben, als ich dachte. Wenn ich jetzt noch hier hochkäme, wäre es perfekt, danke. So, da drüben habe ich ja wieder einen gesehen. Zum Glück habe ich noch Wurfmesser im Notfall. Sollte ich vielleicht einfach mal verwenden. Zack. Und weiter. Jetzt müssten wir ja schon fast beim Assassinenbüro sein. Lief ja wirklich mehr als gut, muss ich ja mal sagen. Also es lief wirklich mehr als gut. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das so gut klappt. Vergiss es. Uiuiui, der wollte schon auf mich schießen. Ein bisschen mehr Übung, dann klappt das auch, Freundchen. So, zack, zack. Und zack, rein ins Assassinenbüro. Und alle hopp. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot. Und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit, für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualim besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Ja, die Frage ist ja,
Wenn Wilhelm Akon gar nicht für seinen Sohn übernehmen wollte, für wen wollte er es dann übernehmen? Wer steht wirklich hinter Wilhelm von Montferrat? Ich glaube, es wird Zeit, unserem Meister in Masyaf mal ein paar Fragen zu stellen. Von daher, auf zurück nach Masyaf.